Kennst du das? Du suchst nach einem richtig schönen clean Sound, der einfach schön, glatt, ausgewogen ist. Stattdessen bekommst du aber entweder eher einen dumpfen clean Sound oder einen sehr schrillen clean Sound. Also schrill, gerade die höheren, nicht gewickelten Saiten, die stechen einen fast ins Auge, klingt wie so ein Eierschneider. Und ja, es klingt einfach nicht so ausgewogen. Ne? Du willst eher einen schönen Sound à la Eric Clapton, David Gilmour und so weiter und so fort. Und wie das funktionieren kann und insbesondere welches eine Effektpedal dir dabei sehr weiterhelfen kann, was übrigens diese ganzen Größen auch nutzen, das erfährst du jetzt. Idealerweise würde ich dazu eine Strat verwenden oder eine Gitarre mit Single-Coil-Humbuckern. Jetzt habe ich hier die Sniper Force One mit zwei Humbuckern, aber ich verwende, und das ist einfach eine Zwischeninfo, die mittlere Position. Das heißt, da werden die beiden Humbucker gesplittet. Ich habe quasi zwei Single-Coils, was einem normalen Single-Coil-Sound schon eher rankommt. Und ja, so erfährst du auch direkt mal, wie clean-tauglich die Sniper Force One ist. Viel Spaß! Dafür erstellen wir uns erstmal einen neuen Sound und ich mache das in diesem Fall direkt am Helix Flowboard und nicht in Helix Edit, dass du auch mal siehst, wie man das hier direkt am Flowboard machen kann. Und hin und wieder ist es tatsächlich auch vom Feeling her ganz cool, wenn man wieder an den Reglern drehen kann und das nicht mit der Maus steuert. Wir gehen erstmal auf ein neues Preset und fügen dann erstmal einen Amp hinzu, damit du erstmal eine Vorstellung von dem bekommst, was ich hier demonstrieren möchte, beziehungsweise was sieht man das jetzt? Ich gehe mal mit meiner Hand hier hin. So, gehen Amp und Cap, dann den Joystick rüber, Guitar und dann nehmen wir den US Double. Das ist, glaube ich, einfach einmal drauf drücken. Dann haben wir auch hier, das ist, glaube ich, ein Fender Treat, bin ich ganz sicher, auf jeden Fall ein Fender Amp, Modell aus den 70ern, soweit ich weiß. So, erstmal Einstellung ohne irgendwelche Effekte. Und ich weiß nicht, ob du das jetzt bei dir in den Lautsprechern hörst. Bei mir selber ist es so, wenn ich jetzt beim Spielen höre, den Sound, dann höre ich es nicht so, wie wenn ich jetzt mir die Aufnahme hinterher nochmal anhöre. Aber ich spiele einfach mal ein paar Akkorde. So, mir geht es insbesondere um das hier. Das klingt für mich bei Clean Sounds häufig einfach wie so, wie so ein Eierschneider. Die Höhen werden viel zu sehr in den Vordergrund geschoben. Dadurch entsteht auch teilweise etwas Übersteuerung, Gain. Und es klingt einfach nicht rund. Es ist einfach kein schöner Clean Sound, zumindest in meinen Ohren nicht so. Und es entspricht auch nicht dem Clean Sound, wie man ihn zum Beispiel kennt von Leuten wie Eric Clapton oder auch David Gilmour. Eben auch so dieser klassische 70s, 80s Sound. Womit du das aber hinbekommst, ist ein Kompressor. Und den fügen wir jetzt hier auch ein. Oh, ups, bin ich drauf gekommen. So, und zwar gehen wir jetzt hier auf Dynamics und wir gehen auf Stereo. Also das hat auch nochmal den Effekt, dass das Ganze noch lebendiger klingt. Und dann nehmen wir hier den Dreiband-Kompressor. Gibt es verschiedene Kompresse, wie du hier siehst, kann man auch einmal alle durchgehen. Und das ist übrigens jetzt auch ein Vorteil vom Helix, dass du einfach eine Menge an verschiedenen Effekten dabei hast. Eben auch solchen Dynamic-Effekten wie Kompressoren und nicht nur einen Kompressor. Ja, wenn du die jetzt alle einzeln kaufen müsstest, dann bist du, weiß Gott, bei einem anderen Preis, als was der Helix kostet. So, jetzt müssen wir das noch verschieben. Und zwar, um ein Element zu verschieben, gehst du einfach auf Action. Es ist egal, ob wir auf den Kompressor gehen oder auf den Amp. Gehst auf Action. Dann steht dann Use Joystick to Move Block. Und den wollen wir natürlich davor haben. Und dann drückst du einfach drauf und dann hast du das Ganze auch schon dort. Jetzt hören wir uns das mal an mit dem Kompressor, wobei der jetzt noch nicht weiter eingestellt ist. Du wirst jetzt noch keinen großen Unterschied hören. Na gut, okay, ich höre jetzt bei mir schon einen kleinen Unterschied. Also etwas Kompression ist schon da. Übrigens da, ich bin jetzt kein Fachmann, was die ganze Technik dahinter angeht und die ganze Klangphysik.
Aber ein Kompressor, ganz kurz erklärt, der sorgt quasi dafür, dass die einzelnen Frequenzen, Höhen, Tiefen, Mitten, dass sie alle verkleinern bzw. auf einer Linie sind. Also wenn du dir das mal vorstellst als eine Linie, dann versucht der Kompressor, wenn hier die Höhen sind und hier unten sind die Tiefen und die schlagen immer aus, dann versucht der Kompressor, möglichst alles in einer gleichen Linie zu behalten, sodass zum Beispiel auch Gain oder auch einfach das wahrgenommene Volume von diesem Klang möglichst gleich ist und du nicht diese Ausschläge hast, dass du zum Beispiel bei typischen Clean Sounds, wo du jetzt keinen Kompressor verwendest, hast du meistens eben diese Ausschläge bei Höhen, also meistens wirst du ja bei Akkorden die hohen Saiten, die nicht gewickelt sind, also hohe E-Saite, B und die G-Saite, eher etwas mehr betonen, die würden sehr ausschlagen, das heißt, da hast du sehr viel Volume. Andererseits spielst du aber hin und wieder auch mal die Bassnoten, da hast du dann wiederum wenig Volume, weil einfach die Tiefen nicht so laut klingen wie die Höhen. Und der Kompressor versucht, das alles im Endeffekt auf eine Linie zu bringen, dass du im Endeffekt ein gleiches Volume, einen gleichen Sound hast. Du siehst es dann auch hinterher auch, wenn du es selber mal aufnimmst, anhand der Soundkurve, dass es ein deutlich einheitlicheres Bild wird. So, jetzt gibt es verschiedene Dinge, die man da noch einstellen kann. Da kann man auch eine Wissenschaft daraus machen. Was wir jetzt aber hier machen, ist einfach einmal, ich zeige dir ein Beispiel, wie es machbar wäre. Also zum einen die Höhenfrequenzen, die stelle ich hier von 3 kHz auf 1, schon mal deutlich niedriger. Die Bassfrequenzen lasse ich erstmal so. Das Level stelle ich auch auf eher 3. Und die Ratio stelle ich auf 12 zu 1. Was ist die Ratio? Auch das kann man bestimmt nochmal professionell erklären oder sich da einlesen. Aber ganz kurz erklärt ist es das Verhältnis von Input zu Output. Also das, was du reingibst, was hinterher im Endeffekt rauskommt bzw. kompressiert wird. Leute, die jetzt sagen, okay, ich bin Tontechniker, ich kenne mich da aus und ich kann das in kurzen Sätzen erklären, gerne mal einen Kommentar dazu schreiben. Denn mich interessiert zwar auch teilweise der Hintergrund, ich will es jetzt aber gar nicht so tief verstehen. Mich interessiert auch einfach mehr, okay, ganz kurz, was kann ich damit tun? Und das erfährt man teilweise auch, indem man einfach mal ein paar Dinge ausprobiert und einstellt. Und dann hört man ja auch den kleinen Unterschied. Aber ich bin jetzt auch nicht so tief in dem Thema drin, dass ich dir konkret erklären kann, wie das Ganze funktioniert. Das kannst du auch gerne mal auf Google nachlesen. Aber wie gesagt, im Endeffekt Input zu Output ist das die Ratio. Und umso höher die im Endeffekt ist, umso aggressiver ist auch der Kompressor im Einsatz. So, jetzt haben wir hier schon ein bisschen rumgedreht. Wir lassen mal die Ratio noch auf 4 zu 1. Dann hörst du wahrscheinlich auch nochmal einen deutlichen Unterschied. Und du solltest jetzt schon einen Unterschied hören, dass der Sound deutlich, nennen wir es mal deutlich ausgewogener klingt. Ich mache nochmal hier das Ganze auf 3. Dann hast du nochmal einen Vergleich. Also das habe ich gelassen, okay. Höhen sollten deutlich mehr rauskommen und jetzt soll das Ganze deutlich kompressierter sein. So, und jetzt mit der Ratio. So, das sollte jetzt auch für dich deutlich stimmiger klingen und nicht mehr diese Höhen, die ja wie so ein Eierschneider da herausklingen, die den ganzen Sound kaputt machen, die auch gerne mal übersteuern. Jetzt haben wir das schon mal vom Clean Sound her geklärt, was die Kompression angeht. An dem Amp, denke ich, würde ich erstmal gar nicht so viel umstellen, aber noch eine Sache hinzufügen, die den Clean Sound auch in meinen Augen sehr, sehr cool macht und abrundet. Ich hoffe übrigens, dass ich jetzt nicht zu sehr an mein Mikrofon komme. So, und zwar gehe ich dafür auf Modulation.
Und auch hier nehme ich Stereo. Und es gibt interessanterweise auch schon ein 70s Chorus. Ich weiß jetzt nicht, auf welchen der basiert. Aber ich kann dir eins sagen, wenn du den einfach mal erstmal so drin lässt, dann hast du auch schon mal, meiner Meinung nach, einen ziemlich coolen Sound. Nicht zu viel Chorus, nicht zu wenig, klingt meiner Meinung nach fast schon perfekt. Selbst für Single Notes, und das ist jetzt übrigens auch was, was du durch die Kompression deutlich besser heraushören wirst, dass du auf hohe Töne, ja, dass auch die deutlich runder klingen und nicht mehr so überspitzt. So, es könnte fast die Chorusrate noch ein Ticken kleiner sein, das ist nicht ganz so viel, und auch die Vibratorate vielleicht eher auf 5. Ja, deutlich besser, weil zu viel Vibrato finde ich auch nicht so geil. So, was für mich jetzt noch das Ganze abrunden würde, zumindest kann man das dann hin und wieder verwenden, ist ein Reverb. Den kann man jetzt natürlich auch noch gerne verwenden. Auch hier nehme ich diesmal ein Stereo. Könnt gerne Dynamic Hall nehmen. So, den packe ich mir aber vor den Amp. Also beim Hall macht es eigentlich jetzt auch nicht so viel aus. So, den will ich nicht ganz so lang haben. Und das Pre-Delay machen wir auch noch ein bisschen kleiner. Room Size passt soweit. Kann aber gerne etwas lauter sein. So, jetzt glaube ich, so für Single Notes finde ich jetzt den Reverb fast ein bisschen zu viel, aber für Akkorde finde ich es einfach wunderbar, wenn man sagt, man möchte eh einen etwas breiteren Sound haben. So, wir gehen das nochmal. So ging es, glaube ich. Also, das wäre jetzt mal der Sound. Chorusmäßig gerade, Reverb, Hall könnte man definitiv noch etwas sanfter einstellen. Könnte vielleicht ein bisschen zu viel sein. Aber das sind mal so die Vorgehensweisen und ein paar von den Dingen, die du machen kannst, um einen cooleren Clean-Sound zu bekommen. Okay, jetzt nach dem Anhören habe ich gemerkt, der Hall ging mal gar nicht. Klar, richtig scheiße, meiner Meinung nach zumindest. Also legt da jetzt nicht allzu viel Wert drauf. Das war auch eher eine spontane Aktion. Aber der Rest sollte dir jetzt klar sein, dass es auch jetzt einfach nur mal ein kleiner Einblick in das Thema. Du kannst Kompressoren natürlich auch noch mit Crunch oder mit verzerrten Sounds nutzen. Das machen auch viele der Größen. Wichtig jetzt in diesem Video, was du einfach mitnehmen solltest, ist,
Es gibt da sowas wie Kompressoren, dieses Effektpedal. Gerne dich einfach nochmal auch im Internet darüber schlau machen, was das Ganze rein technisch dann wirklich macht, dass du, falls du dieses Hintergrundwissen möchtest, kann natürlich auch sein, dir reicht das im Endeffekt aus. Mir ging es einfach darum, dich darauf aufmerksam zu machen. Und jetzt, wenn du vielleicht auch einen Helix hast oder überlegst, dir einen zu holen, dann weißt du jetzt, wo du quasi dort auch diese Soundeinstellungen findest. Ansonsten gibt es natürlich auch einzelne Bodentreter. Vielen Dank an dieser Stelle auch nochmal an Line 6, die uns den Line 6 Helix hier zur Verfügung gestellt haben. Du findest den Link zum Line 6 Helix da unten in der Videobeschreibung und dann kannst du dir die ganzen Infos einholen. Und falls du noch E-Gitarren-Einsteiger bist und du möchtest loslegen, deinen ersten Song spielen und wirklich von der Pike an E-Gitarre spielen, dann schau dir unseren Rock-Gitarre-Komplettkurs an. Den Link findest du auch unten in der Videobeschreibung. Viel Spaß, bis zum nächsten Mal. Rock on!